E-Control veröffentlicht neue Strom- und Gasnetztarife. Sie fragen sich, wer die E-Control eigentlich ist? Kein Wunder. Sie bekommen im Alltag vielleicht nicht viel von ihr mit. Doch sie schafft Basis und Rahmen für den Strom- und Gasmarkt und spielt deshalb eine wichtige Rolle in allen Energiethemen. Als unabhängige Regulierungsbehörde ist es die Hauptaufgabe der E-Control, einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Dafür veröffentlicht sie alles Wissenswerte rund um den Markt, wie den jährlichen Ökostrombericht, die monatliche Erzeugungsstatistik oder die Wechselzahlen für jedes Quartal. Ziel ist es, die Verbraucher zu informieren, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Dabei hilft zum Beispiel der Tarifkalkulator, der alle Angebote objektiv abbildet. Die E-Control behält aber nicht nur die Lieferanten im Auge, sondern vor allem auch die Netzbetreiber. Da dieser Bereich ein Monopol ist, also kein Wettbewerb stattfindet, legt die E-Control die Netztarife fest. Sie entwickelt die Regeln, an die sich alle Anbieter und Netzbetreiber halten müssen. So wird ein Lieferantenwechsel, wie vom Gesetz vorgesehen, sicher innerhalb von 3 Wochen abgewickelt. Das passiert trotzdem nicht? Ruhig, Blut! Die E-Control ist auch hier zuständig. Als offizielle Schlichtungsstelle hilft sie, Streit mit Lieferanten oder Netzbetreibern auszuräumen und für Klarheit zu sorgen. Sie haben eine Frage rund um Strom oder Gas? Dann melden Sie sich bei der E-Control, die gerne mit Antworten weiterhilft.